Hallo zusammen! Im heutigen Video handelt es sich vom Abwurf der Atombombe über Hiroshima. Meine Großmutter ist eine der Explosionsopfer des Atombombenabwurfs am 6.8.1945 über Hiroshima. Somit bin ich die dritte Generation von den Atombombenopfern. In Japan werden diese Hibakusha-sansei genannt. Ich bin in Hiroshima geboren und bis zu meinem Auslandsstudium lebte ich dort. Heute erzähle ich euch, was ich dort in der Schule, von meiner Familie und im Ausland über diesen Vorfall gelernt und erfahren habe. Das heutige Video spielt für mich auch eine besondere Rolle, weil ich bis vor ein paar Wochen nur ganz wenig über meine Familie kannte. Also einiges, was ich erzähle, ist auch für mich neu. Was ich in der Schule gelernt habe. Soweit ich mich erinnere, hatten alle Grundschüler spezielle Geschichtsstunden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule. Meine erste Erinnerung ist die spezielle Stunde, als ich wahrscheinlich 9 oder 10 Jahre alt war. Wir haben gemeinsam in einer großen Halle ein Video mit echten damaligen Aufnahmen, Fotos und Erzählungen von den Überlebenden angeschaut. Es war richtig schockierend. Ich erinnere mich nicht genau an den ganzen Inhalt des Videos, aber einige Erzählungen davon. Zum Beispiel, dass viele Menschen im Augenblick sich auflösten und nur noch Flecken auf dem Boden wurde, ohne jegliche Körperglieder, Beine oder Arme, auch Blut wurde nicht hinterlassen. Und andere Menschen sahen durch Strahlung wie aus der Höhle aus. Das heißt, es war überhaupt nicht erkennbar, ob der Mensch eine Frau oder ein Mann war. Ihre Augen waren herausgesprungen und herunterhängend. Ihre ganze Haut war geschmolzen und auch herunterhängend. Daher hatten sie ihre Arme hoch. Und so laufen sie zum Fluss, um Wasser zu finden. Am Fluss waren voller gehäuften Menschen. Oder auch außerhalb des Zentrums von Hiroshima sind von zum Beispiel Trams und anderen Fahrzeugen durch die Hitzedruckwelle der Atombombe die Fensterscheiben zerbrochen, wodurch viele Insassen Splitter im Körper und Kopf bekamen. Ich sah außerdem Aufnahmen von vielen Menschen mit Ganzkörperbrandnarben, die noch gerade danach darunter litten. Auch die Nachwirkungen der Atombombe für Hiroshima sind nach wie vor verheerend. Eine weitere unvergessliche Erinnerung für mich ist, dass es in unserer Grundschule im Klassenzimmer die Manga-Serie von Hadashi no Gen gab. Soweit ich weiß, hatte andere Schulen auch diese Manga. Jedenfalls war das in unserer Schule das einzige Manga und gleichzeitig die einzigen Bücher im Klassenzimmer, also nicht in der Bibliothek. Hadashi no Gen wurde von Keiji Nakazawa basierend auf seiner Erfahrung als Hibakusha geschrieben. Er hat den Atombombenabwurf überlebt, aber dabei seinen Vater, seine ältere Schwester und seine jüngeren Brüder und seine am Abwurfstag geborene Schwester verloren. Ich wusste, dass man im Hadashi no Gen unfassbar vieles Wahres lernt. Für mich war die Geschichte und die Bilder des Mangas viel zu grausam und konnte die Bücher sogar nie berühren. Nicht viele, aber manche Jungs haben diese leidenschaftlich gelesen. Wenn die Jungen die Manga gelesen haben, konnte ich zufällig ein paar Bilder davon sehen, da fühlte ich mich ängstlich. Als Erwachsene sollte ich es jetzt lesen können. Soweit ich weiß, wurde das Manga auch ins Deutsche übersetzt. Etwa zu dieser Zeit hatten wir in Grundschule einen Lerntag über die Geschichte im Friedensmuseum Hiroshima, wie er auch in vielen anderen Schulen stattfindet. Im Museum gab es eine Führung. Für mich persönlich war das Museum nicht so schockierend als die erste Stunde zu diesem Thema. Aber für manche Schüler waren die Puppen, die mit den herausgesprungenen und herunterhängenden Augen und der Haut schockierend. Damals haben Erwachsene diskutiert, ob die Puppen für die Kinder zu grausam sind und weggeräumt werden sollten. Manche Erwachsene aus Hiroshima erinnern sich an die Puppen von diesen Besuchen und reden darüber. Die Puppen waren ja gruselig. Ich war ein Sonderling und die Puppen haben mir keine Angst gemacht. Letzte Woche habe ich gehört, dass es die Puppen nun nicht mehr gibt und das Museum etwas umgebaut wurde. In der Mittelschule hatten wir einen weiteren Lerntag in einem Pflegeheim für Hibakusha. Soweit ich weiß, hatte dieses Programm nicht jede Mittelschule. Wir haben dort zunächst das Heim geputzt,
14 von Schülern ist in Japan üblich. Ihr könnt gerne im Netz recherchieren. Und danach hatten wir die Gelegenheit, mit den Hibakusha direkt und spontan zu reden. Am besten sollten wir etwas über ihre Erfahrungen mit der Atombombe erfahren. Dabei habe ich eine unvergessliche Erfahrung gemacht. Und zwar ein paar meiner Klassenkameraden und ich haben uns mit einer älteren Dame zusammengesetzt und gesprochen. Wir hatten keine Informationen vorab über sie. Sie sah wie eine ganz ruhige und etwas zurückhaltende Frau aus. Am Anfang haben wir über ein paar harmlose Sachen geredet. Als meine Freundin sie gefragt hatte, wie war es bei der Atombombe, fing sie an zu zittern und bedeckte mit ihren Händen ihr Gesicht. Und dann konnte sie nicht mehr mit uns sprechen. Ich habe also kein Wort von ihr gehört, aber ihr kurzer Gesichtsausdruck wird mir mein ganzes Leben lang bleiben. In meiner Mittelschulzeit hatte ich eine Gelegenheit, auf einem öffentlichen Tanzfest für ein historisches Programm aufzutreten. Denn meine Tanzlehrerin hatte den Atombombenabwurf erlebt. Bei der Eröffnung stand ich als Sadako, das Mädchen vom Children's Peace Monument, in dem ich einen großen Orizuru-Papierkranich über meinen Kopf hielt. Anschließend wurden ein paar Szenen vom Abwurfstag gezeigt. Ich spielte ein nach dem Abwurf im Flussbett sterbendes Kind. Dabei bin ich auf der Bühne gekrochen. Aber es war für mich richtig schwierig, diese Szene auf der realen Bühne darzustellen. Was ich von meiner Familie erfahren habe. Wie gesagt, habe ich vor ein paar Wochen etwas über meine vier Großeltern erfahren. Davor wusste ich fast nichts von ihnen, wer sie überhaupt waren und natürlich wie sie die Atombombe oder den Krieg erlebt haben. Von meiner Mutter habe ich erfahren, dass meine Großmutter am Abwurfstag der Atombombe 90 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt war. Am nächsten Tag ging sie ins Stadtzentrum, weil ihre Familie dort wohnte. Was sie dabei gesehen und erlebt hat, weiß meine Mutter nicht. Meine Mutter sagt, dass der Vater und die Schwester meiner Großmutter durch die Atombombe ums Leben kamen. Wie und wann hat meine Großmutter meiner Mutter nicht erzählt. Von meinem Vater habe ich auch vor ein paar Wochen das erste Mal erfahren, dass es in der Vergangenheit Bedenken ohne wesentliche Beweise unter Japanern gab, dass man besser nicht die Hibakusha heiraten sollte. Einige Bekannte meiner Eltern haben bei ihrer Heirat Sorgen gehabt, weil meine Mutter Hibakusha Nisei ist, hat mein Vater gesagt. Mein Vater hat bei dieser Gelegenheit über noch einen weiteren Zufall mit dem Atombombenabwurf in Hiroshima erzählt, den ich und sogar meine Mutter gar nicht gehört haben. Und zwar, sein Onkel ist durch den Angriff in der sogenannten Schlacht in Tinian gestorben, nachdem das Flugzeug Little Boy vom Flughafen dort zum Abwurf der Atombombe nach Hiroshima geflogen ist. Sein Onkel hat als Bauingenieur in der Armee gearbeitet, aber es gibt keine Informationen, wie er gestorben ist, weil nur ganz wenige japanische Soldaten überlebt haben. Was ich im Ausland bezüglich dem Atombombenabwurf erlebt habe. Ich habe im Ausland bemerkt, dass Hiroshima durch den Abwurf der Atombombe weltbekannt ist. Wenn ich bei einem ersten Kennenlernen sage, ich komme aus Hiroshima, dann reagieren viele, oh, die traurige Geschichte, oder ich habe einmal das Friedensmuseum besucht und es war richtig schockierend oder so ähnlich. Ich war über einige Fragen überrascht. Ist es schon dort sicher oder noch etwas gefährlich? Zumindest in meiner Generation macht sich niemand in Hiroshima darüber Sorgen. Da bin ich mir ganz sicher. Das Leben dort ist genauso wie in allen anderen Städten, die nicht die Geschichte hatten. Wie meine Elterngeneration über dieses Thema denkt, kann ich nicht genau sagen. Allerdings habe ich über das Thema Sicherheit nie etwas Negatives gehört. Wie vorhin gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich im Ausland lebe, erfahre ich von meinem Vater zum ersten Mal vieles Neues. Er war in den letzten Jahren gelegentlich in den USA und anderen englischsprachigen Ländern. Vor ein paar Wochen habe ich ihn gefragt, wurdest du von den Leuten dort irgendetwas über Hiroshima gefragt? Er antwortete, ich wurde gefragt, ob die Menschen aus Hiroshima gegen Amerika an den Golf hegen. Einige haben dabei den Angriff auf Pearl Harbor erwähnt.
Ich habe dennoch so geantwortet. Nein, die Menschen in Hiroshima haben keinen Groll, nur hoffen sie, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Ich bin auch der Meinung und sicher, dass die meisten Leute aus Hiroshima und Hibakusha weit entfernt davon sind, Groll zu hegen oder ärgerlich zu sein. Dies ist vielleicht für die Leute aus dem Westen etwas schwer zu verstehen und ich kann nicht genau erklären, warum es so ist. Vielleicht wissen die älteren japanischen Leute weniger als die Leute aus dem Westen über die Ereignisse im Ausland oder die internationalen Beziehungen. Aber es kann die Mentalität sein, die sie haben, so denke ich. Mein Vater hat dazu erzählt, dass er persönlich die Aktion des Besuchs von Präsident Obama in Hiroshima sehr achtet. Wie gesagt, wüsste ich gar nicht, dass mein Vater so eine Meinung hat. Und es war mir eine besondere Erfahrung. Das war's für dieses Video. Ihr könnt gerne eure Erfahrungen unterschreiben. Mach's gut, tschüss!